Schrecksekunde für Justin Bieber und seine Fans. Bei einem Konzert in Dubai stürmt plötzlich ein junger Mann auf die Bühne und versucht, den am Piano sitzenden Popstar zu umarmen. Die Security erwischte den jungen Mann allerdings sofort. Doch während der kurzen Rangelei fällt das Piano zu Boden und Bieber ist für seine Fans kurzzeitig nicht zu sehen. Justin tönt es verzweifelt aus hunderten weiblichen Kehlen. Aber kurze Zeit später taucht der Popstar wieder auf und singt weiter. Ein Konzertbesucher filmte den Vorfall mit dem Handy und lud den Clip bei YouTube hoch. Justin Bieber kommentierte nach dem Konzert via Twitter cool: Dubai, nichts kann die Show stoppen. Fanattacken auf der Bühne sind keine Seltenheit und nicht immer sind die Sicherheitsleute so schnell zur Stelle wie bei Bieber. Demi Lovato wurde im April 2012 in Paraguay von einem weiblichen Fan regelrecht abgeknutscht. Selbst die Ordner konnten die Sängerin kaum aus deren Umarmung befreien. Slash zeigte in Mailand 2010, dass er sich bei seinen berühmten Gitarrensoli ungern stören lässt. Zweifelhafte Berühmtheit erlangte der kanadische Oasis-Fan Daniel Sullivan, der Sänger Noel Gallagher 2008 beim V-Festival in Toronto umstieß. Gallagher erlitt 3 Rippenbrüche, weshalb Oasis insgesamt 5 Konzerte in Paris und New York absagen mussten. Der 48-jährige Sullivan wurde zu 12 Monaten Hausarrest verurteilt.